Zum Abschluss der Schöpfungsmythen noch ein paar Worte und eine kleine Geschichte. Während ich mich mit den Schöpfungsmythen befasst hatte, ist mir noch einmal und tiefer bewusst geworden, wie unendlich vielfältig unsere Welt ist und auf wie unendlich viele unterschiedliche Arten wir Menschen sie wahrnehmen und wie jede Wahrnehmung auch ihre eigene Wahrheit hat. Auch, dass sich uns ein Mythos nicht durch eine rationale Betrachtungsweise erschließt, sondern erst durch das Einlassen auf seine Bilder, sein inneres Wesen, seine innere Welt. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Vorfahren der Völker dieser Erde die Schöpfung, den geheimnisvollen Ursprung unserer Welt und unseres Seins als magisch erlebt und aus einem tiefen inneren Wissen heraus in ihren Mythen erklärt haben. Für sie waren die Mythen keine erfundenen Geschichten oder rationale Erklärungen der Weltentstehung, sondern erlebte Wirklichkeit, eine lebendige Realität, die einst geschehen war und seither das Leben der Gegenwart bestimmt. Hier ein Zitat von Theodor Seifert aus seinem wunderbaren Büchlein Weltentstehung, das uns vielleicht einen kleinen Geschmack gibt, wie der Mythos auch heute noch in uns lebendig ist. Aus der Nacht tauchen wir jeden Morgen wieder auf und kehren jeden Abend in sie zurück. Was so selbstverständlich geschieht, ist ein Urmodell unseres Lebens, ja der Schöpfung überhaupt. Aus dem Dunkel wird das Licht geboren. Im Dunkel keimt der Same des Lebens. Wir alle tragen in uns diese uralten Gesetze des Werdens und Vergehens, die in den Schöpfungsgeschichten in großen, mystischen Bildern dargestellt werden. Auch in jeder Nacht der Verzweiflung keimt die Hoffnung auf einen lichten Morgen. Zitat Ende. Wenn wir wieder staunend vor dem Wunder der Schöpfung stehen können, wenn wir langsam begreifen, wie alles in ihr auf wundersame Weise ineinander greift, bekommen wir wieder eine Ahnung von den Wirkkräften der Natur in und um uns. Wenn wir Antworten suchen auf die tiefsten Fragen der Menschheit nach dem Sinn des Lebens, nach dem Woher und Wohin, nach einer Einbettung in ein großes Ganzes, dann verbinden wir uns wieder mit unseren Urahnen und vielleicht mit der Fähigkeit des intuitiven Wissens und der kreativen Innenschau, der Imagination. Der Forschergeist des Menschen bewegt ihn dazu, in die Geheimnisse des Lebens immer weiter vorzudringen. Und dennoch, auch wenn wir die kleinsten Bausteine des Lebens erforschen, wenn wir mit den größten Teleskopen in den Weltraum blicken und erfahren, dass die Sterne am Himmel Milliarden von Galaxien mit Abermillionen Sternen sind, das Rätsel unserer Existenz wird dadurch nicht gelüftet. Es bleibt ein Geheimnis. Und dazu zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Einst berieten sich die Götter darüber, wo sie das Geheimnis des Lebens verstecken sollten, um es vor dem Menschen zu verbergen, damit er keinen Unfug damit treibe. Wie wäre es, schlug ein Gott vor, wenn wir das Geheimnis des Lebens unter einem hohen Berg vergraben,
dort wird es sicher sein. Nein, entgegneten die anderen Götter. Einmal wird der Mensch Mittel und Wege finden, die Berge abzutragen und das Geheimnis entdecken. Dann versenken wir es doch in die Tiefe des Ozeans, meinte ein anderer Gott. Dort werden sie es bestimmt nicht finden. Oh doch, entgegneten die anderen Götter, denn eines Tages wird der Mensch auch Mittel und Wege finden, die Tiefen des Ozeans auszuloten. Auch dort ist es nicht sicher. Wie wäre es, überlegte ein dritter Gott, wenn wir das Geheimnis des Lebens im Menschen selbst verbergen? Dort wird er es bestimmt nicht suchen. Da stimmten alle Götter zu. Und so kam es, dass das Geheimnis des Lebens in uns selbst verborgen liegt. Damit beschließe ich die neuen Folgen und wünsche euch eine gute Zeit.